Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier im neuen Lager angekommen und wollen jetzt mal schauen, ob wir hier nicht ein paar Aufträge erledigen können, dass sie uns vielleicht so ein bisschen, ja, bei sich aufnehmen würden. Und ja, wir haben hier als erstes jemanden gesehen, der hier scheinbar nicht ins neue Lager passt und reden doch erstmal mit ihm. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Ja, wir sollen ja noch einen Baal Isidro finden, hat uns Laris gesagt. Der soll eine ganze Menge Kraut dabei haben, welches wir verkaufen sollen. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ja, ich könnte dir ja eigentlich helfen, ne? Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See. Ach nee, oder? Tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Na gut, dann könnten wir ja mal helfen, ne? Okay, Baal Isidro sitzt also auch in der Kneipe, das heißt, da müssen wir vielleicht wirklich mal schauen, in die Kneipe zu kommen. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Ah, okay. Na gut, dann würde ich sagen, helfe ich dir, insofern irgendwas für mich dabei ist. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich rauskommt. Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Alles klar. Na komm, dann gib her. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Alles klar. Na gut, dann verteilen wir mal das Kraut, würde ich sagen. So, hier, hättest du gerne ein bisschen Kraut? Schön, dass ich das direkt neben dem Typen frage, obwohl das eigentlich ein bisschen sinnlos ist. Naja, aber wir machen es trotzdem. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Ey, klasse, sogar wenn ein bisschen Geld noch. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Naja, aber jetzt erstmal nicht. Schön, dann kriegen wir sogar noch Geld dafür. Willst du ein bisschen Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Alles klar, kein Problem, so finde ich das gut, da verdiene ich sogar noch Geld dabei. Nicht schlecht, so, wen haben wir denn da oben? Die Wachen brauchen kein Sumpfkraut. Hey. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ja, was hast du denn? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Der hat auf jeden Fall eine ganze Menge Erz. Hat er irgendwelche interessanten Waffen? Nee, glaube nicht, ne? Nee, es lohnt sich nicht, irgendwelche Waffen von ihm zu kaufen. Ich könnte ein paar Waffen verkaufen, aber naja, gut. So, will hier noch jemand Sumpfkraut haben? Ich muss dann auch nochmal unten lang gehen. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Früher wäre das ganz anders. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, klar. So, du da auch noch ein bisschen Sumpfkraut? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, klar. Schon verstanden. So, ihr hier oben noch ein bisschen was? Sumpfkraut? Hallo? Will jemand Sumpfkraut? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Alles klar. Schön, das werden wir ja schnell los hier. Geht ja flott.
Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Alles klar. Oh, das funktioniert ja klasse hier. So, wen haben wir da noch? Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Und wie kannst du mir genau helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ah, okay, Akrobatik. Naja, momentan haben wir keine Lernpunkte offen, von daher lohnt sich das nicht so. Wollt ihr hier noch ein bisschen Sumpfkraut haben? Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, kein Ding. So, wie viele Stängel haben wir denn noch? Müssten noch 4 sein, wenn ich mich nicht täusche, ne? 3 sogar nur noch. Geht ja flott hier. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ja, klar. Mach ich. Aber erstmal jetzt noch ein bisschen verteilen. So, jetzt gehen wir mal da unten lang. Oh, da sehe ich schon einen Magier. Wir wollten ja eventuell mal fragen, ob wir nicht Kurier für die Magier werden. Vielleicht können wir es ja direkt bei ihm werden. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Okay. So, einen noch und dann können wir ja mal kurz mit dem Magier reden. Ja, du musst nicht extra aufstehen, Junge, aber von mir aus. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, klar. Schön, dass sie uns alle nochmal 10 Erz bezahlt haben. Find ich gut. So, wer bist du denn eigentlich? Wenn du meinst. Hi, wer bist du? Das geht dich an Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Ich dachte, das geht schon lange. Okay, ganz ruhig, Freundchen, ganz ruhig. Ja, der scheint uns jetzt nicht so wirklich zu mögen. Hey, und du? Was machst du hier so? Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Ja, ich bin doch da. Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Ja, das habe ich gemerkt. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Ja, da hatte ich ja noch Glück, hä? Also geh ihm am besten aus dem Weg. Da hatte ich ja noch richtig Glück. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Was kannst du mir denn jetzt beibringen? Ach, du kannst mir Schleichen beibringen. Du kannst mir also ein paar Diebestalente beibringen. Interessant. Aber die lerne ich dann wahrscheinlich eh bei Fingers. So, jetzt würde ich mal gerne mit dem Magier reden. Wie gesagt, wegen der Sache mit dem Kurier und hier unten leuchtet so blau. Ach, das ist also der riesige Haufen Erz, den sie ja haben. Meine Fresse, wenn wir den hätten, wären wir stinkreich. Aber ich meine, er soll ja dafür verwendet werden, eventuell uns hier die Freiheit zu kriegen. Dahingehend ein kleiner Preis, ne? So. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Laris-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Okay, das heißt, wir müssten uns Laris anschließen, dann könnten wir ein Kurier für die Wassermagier werden und so zu den Feuermagiern kommen. Gut, damit haben wir ja jetzt quasi schon zwei Möglichkeiten. Entweder wir schließen uns Gomez-Leuten an und kommen so direkt in die Burg, oder wir schließen uns Laris-Leuten an und kommen so als Bote für die Wassermagier an die Feuermagier in die Burg und können so unseren Brief an die Feuermagier abgeben. Meine Güte, kompliziert hier. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen.
Okay, und... Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Alles klar, okay. Na, Magier weiß ich noch nicht. Hast du irgendwas Interessantes? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich habe ja jetzt sogar ein bisschen Geld, ne? Lehren der Götter. Ach, was brauche ich alles nicht? Komm schon, wer braucht denn sowas? So, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um, bevor wir zu dem Baal-Typen zurückgehen. So, da war Butch, dem gehe ich jetzt mal aus dem Weg. Da oben war der Typ, der uns Akrobatik lernen konnte. So, ich habe jetzt gerade kein Sumpfkraut, das ich hier verkaufen würde. Hey, na, was machst du denn hier? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ah, okay, und... Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Okay, und kannst du mir auch beibringen, mit dem Bogen umzugehen? Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ach, klasse. Ich falsche nicht. Die sind echt teuer teilweise. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Na, okay, was soll's. So, zeig mal, was hast du denn? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Alles klar, du hast ein ganz schönes Angebot. Ha. Ein Bogen könnte man überlegen, den sich mal zu kaufen. Dann hätten wir noch einen Bogen. Aber ich glaube, das lohnt sich vorerst noch nicht. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Ach ja, die beiden haben wir ja schon gesehen. Na gut. Aber ansonsten nichts weiter Interessantes hier. Ah, und hier scheint ein bisschen... Hier sind dann schon Söldner. Keine Banditen mehr, sondern also Söldner schon. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez' Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Ja, das hat uns ja Jarvis erzählt. Die Söldner sind die, die die Magier beschützen, während die Banditen so ein bisschen ihr eigenes kleines Volk hier sind. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Okay. Kann ich mal mit dem Lee eigentlich reden? Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Naja. Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Ja, okay, können wir ihn ja mal fragen. So. Schauen wir mal, wo ist denn dieser Gorn dann? Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Gut gefunden. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Alles klar. Klingt nicht schlecht. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Ah, im Grunde okay. Ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Ah, das heißt, wenn ich ihn verprügle, hättet ihr nichts dagegen, okay. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt,
musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Alles klar, okay. Bis später. So, wer ist denn der Typ, den wir jetzt aus seiner Hütte prügeln sollen? Oder können? Ah, du hier. Ja, du bist ja auch auf dieser Seite des großen Loches, ne? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ja, die Frage ist jetzt, kriege ich ihn schon aus der Hütte geprügelt? Wir sind bei 20 Stärke. Mal gucken. Wir geben jetzt erstmal, würde ich sagen, ganz schnell den... die Sumpfkraut hier ab. Beziehungsweise, Quatsch, wir sagen, dass wir das Sumpfkraut verteilt haben. So. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Tja, das ist eine gute Frage. Spruchrollen. Bruderschaft, Erz. Also Erz ist natürlich immer wichtig. Spruchrollen sind jetzt nicht so das Beste, sag ich mal. Ich überlege aber, wir wissen ja noch nicht, welchem Lager wir uns anschließen sollen. Und vielleicht ist es da ganz hilfreich, wenn wir uns mal das Sektenlager bzw. die Bruderschaft im Hinterkopf behalten. Uns wurde ja gesagt, dass die ganz nett sein sollen, da die immer neue Leute brauchen. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baltyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Okay, interessant. Hast du noch irgendwas Interessantes? Wie du wünschst. Ach, du hast nur Sumpfkraut, na gut. Okay, von mir aus. So, und dann will ich mich mal da oben noch ein bisschen umsehen. Und mal schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwen Interessantes treffen. Irgendwo muss ja auch dieser Lee noch sein, ne? Von dem ja alle reden, ja? Irgendwelche interessanten Leute noch. Es wird auch schon langsam wieder Abend. Hey, du. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Das glaube ich. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ah, okay. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Das klingt nach einer interessanten Sache, okay. Aber ich würde mich gerne erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen weiter hier oben umsehen. Hey du, Mann, hier stehen aber viele Leute rum. Ah, okay, der kann mir nichts Interessanteres erzählen. Schauen wir mal weiter nach oben. Hallo? Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Okay, na dann darf ich doch einfach durch, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? So, hallo, bist du Lee? Ja, dann wahrscheinlich, ne? Sonst steht ja hier keiner drin. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ja gut, das habe ich mir irgendwie gedacht. Ich werde dich beobachten. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, dann gehen wir erstmal wieder. Lest du mal weiter. Und wir gucken uns mal ein bisschen zu Ende hier im Lager um. Es wird schon wieder Nacht, ey. Es ist ja schlimm. So, wen gibt's hier noch? Halt! Niemand darf ohne Parole passieren!
Okay, das heißt, hier darf ich wohl nicht rein, denn eine Parole kenne ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, wie wir uns hier noch ein bisschen weiter im neuen Lager umsehen und dann vielleicht auch schon bald wieder zurück zum alten Lager gehen und mal schauen, ob wir noch ein bisschen was erledigen können. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Bis dahin. Ciao.